Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute mache ich für euch eine Schweinelende am Stück. Dazu brauchen wir die Schweinelende, ein Pariermesser, ihr seht, es bewegt sich sehr schön. Dann habe ich hier von Avo eine Gewürzmischung, die heißt Pueblo. Dann etwas Olivenöl und heute zeige ich euch mal so ein kleines Gerätchen von Steva zum Einschweißen und einen Plastikbeutel. So, jetzt haben wir eine handelsübliche Schweinelende, da müssten wir diese Silberhaut entfernen. Das geht ganz gut mit diesem Pariermesser. So, schneiden wir hier schön weg. Möglichst direkt an der Sehne, dass wir nicht so viel von dem teuren Filet verlieren. Eigentlich recht einfach. Diese kleinen Fettpartikelchen, die können wir dran lassen, das ist kein Problem. Jetzt habe ich mein Gewürz in so einen Streuer hineingegeben, einfach um das besser verteilen zu können. Jetzt gehen wir einfach und verteilen das Gewürz gleichmäßig auf der Lende, rollen sie ein bisschen hin und her. Das müsste genügen. Darum habe ich auch heute einen Handschuh an. Und dann haben wir unseren Plastiksack, der kommt jetzt ins Spiel. Der ist von der einen Seite aufgeraut. Das ist besser für die Vakuumiermaschine, dass das einfach ganz leicht rausgeht, die Luft. Jetzt geben wir unsere Schweinelende da rein. Jetzt kommt noch ein Spruz Olivenöl, da könnt ihr jedes nehmen oder auch ganz normales Sonnenblumenöl. Das reicht schon. Und dann kann man das ein bisschen gleichmäßig verteilen. Und jetzt kommt schon unsere Maschine zum Einsatz. Legen wir hier rein. Drücken das fest. Und verschweißen das schon. Noch kurz halten, bis das rote Licht ausgeht. Dann wisst ihr, wo ein Männchen steht. Das war's. Die ganze Sache ist super verschweißt. Jetzt kann ich das auch super vorbereiten fürs Wochenende, kann es mitnehmen. Wir sehen uns in 5 Stunden wieder. Also, wir verkürzen es jetzt ein bisschen, aber ab 5 Stunden. 5 Stunden soll es schon marinieren und dann werden wir es auflegen. Unsere Schweinelende hat jetzt 2 Stunden gezogen. Wir haben das ein bisschen verkürzt. Ich sage mal ab 2 Stunden. Wer nicht so eine Vakuumiermaschine hat, der kann ganz normal einen Plastikbeutel nehmen, bisschen Öl dazu und einfach die Luft ein bisschen raus. Das funktioniert auch. Das ist halt einfach sauberer. Diese kleine Maschine von Steva kostet zwischen 80 und 90 Euro bei Amazon. Die Beutel dazu ist eine saubere Sache, finde ich gut. Wer das nicht hat, ganz einfach, kann das auch mit einem Plastiksack machen. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Gewürz nehmen. Ich habe in dem Fall dieses verwendet. Unsere Schweinelende, wie gesagt, ist fertig. Jetzt öffnen wir unseren Beutel mit einem gekonnten Schnitt und nehmen die Schweinelende schon mal raus aus dem Beutel. Öffnen unseren Grill und legen den jetzt, unsere Lende, die legen wir jetzt auf 14 Uhr und rollen sie auf 10 Uhr rüber. Das machen wir 3 Mal, dass wir ein ringsrum schönes Branding bekommen. Wahnsinn! Unser Grill hat 250 Grad. Den schließen wir jetzt. Ja, 220, 250, das ist der Bereich, in dem ich am liebsten arbeite. Viele heizen auf 300 Grad und höher hoch. Finde ich nicht so gut. Ich arbeite lieber zwischen 200 und 250 Grad. So, wir haben jetzt unsere Lende auf 10 Uhr gerollt und auf 14 Uhr gerollt, jeweils zwischen 45 Sekunden und 1 Minute. Und jetzt rollen wir das letzte Mal und unser Branding ist perfekt. Das schaut super aus. Und jetzt werden wir sie gleich hochlegen. Wir sind jetzt einmal rum und lassen das oben noch ruhen.
Meine Brenner habe ich abgeschalten jetzt schon mal, einfach um das Stück Fleisch oben noch ein Stück fertig zu ziehen. Wir würden auf 58 bis 60 Grad in dem Bereich, bewegen wir uns dann von der Kerntemperatur. Dann nehmen wir die Schweinelende runter und lassen sie kurz nochmal hier ruhen. Und dann wird das Teil perfekt. So, wir sind einmal rum. Jetzt nehmen wir das, legen es oben in die Mitte. Schaut das Branding an, ist das nicht gigantisch? Jetzt schließen wir. Und dann sage ich, ich brauche 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten, bis sie auf dem Punkt ist. 15 Minuten sind jetzt drum. Ich kontrolliere jetzt mal. Wir haben hier immer noch 180 Grad. Ich mache mal mit dem Thermometer. 53, 56, 57, 58. Perfekt. Das reicht. Summen wir das Teil runter. Diese herrliche Schweinelende. Da würde ich die jetzt einfach noch mal 5 Minuten ruhen lassen, dass sich die Säfte sammeln können. Die Schweinelende hat jetzt 5 Minuten geruht. Jetzt würden wir die mal anschneiden. Ein scharfes Messer ist von Vorteil. Da habe ich so ein tolles Damastmesser. Das liebe ich. Einfach genial, super scharf. Jetzt schneiden wir mal an. Oh, ganz leicht zart rosa, perfekt im Anschnitt. Seht ihr das? Ich weiß jetzt schon, das wird butterzart. Jetzt halte mal meine Hand so drüber. Jetzt schneide ich hier mir ein Stück runter. Das ist ja herrlich. Schauen wir, wie da der Saft noch drinnen ist. So soll es sein. Wer mag, kann sich natürlich einen grob gemahlenen Pfeffer drauf tun. Ich werde es jetzt einfach mal so probieren. Butterzart. Super Konsistenz. Echt geil. Ich muss das ganze Stück essen. Schmeckt mir richtig gut. Viel Spaß beim Nachgrillen. Peter Zeidler Barbecue. Und abonniert mal meinen Kanal. Es kommen noch viel mehr Videos. Bis dann, euer Peter Zeidler.